kann ich jetzt den Todesstreich setzen? Die kann ich nicht. Hallo meine lieben Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem weiteren kleinen Let's Play hier bei uns. Und heute spielen wir Drebo, ein Spiel von Tim Rogasch und Ronald Hild. Ganz herausgekommen bei Funbot. Und ja, wer fleißig unseren Adventskalender geguckt hat, der weiß, dass wir da in jedem Päckchen tatsächlich ein Drebo drin hatten. Und wir hatten leider vor Weihnachten gar keine Zeit, noch ein extra Video dazu aufzunehmen. Und das holen wir jetzt nach, um euch das hier im Spiel mal vorzustellen. Und ja, du meintest schon, es ist so ein bisschen so ein taktisches Bingo. Ja, so kann man es vielleicht grob fühlt sich erstmal so ein bisschen an. Wir gucken mal. Wir gucken uns das mal an. Und zwar seht ihr hier, das Spielmaterial ist sehr übersichtlich tatsächlich. Wir haben nur diesen Spielplan, der ist übrigens doppelseitig. Es gibt noch eine Expertenvariante im Hintergrund. Und ihr seht, da ist ein Würfel drauf. Den haben wir einfach jetzt mal geworfen, zufällig. Man startet hier in der Mitte. Und wenn man jetzt dran ist, dann verschiebt man diesen Würfel und kippt ihn gleichzeitig. Das ist ganz interessant. Da kommt der Name. Das heißt, genau, man dreht ihn quasi hier zum Beispiel, könnte ich hier eine rote 2 erzeugen oder eine grüne 1. Ganz clever. Und das, was da erzeugt wird, oder hier zum Beispiel eine lila 5, das müssen wir dann beide auf unserem Tableau hier abkreuzen. Es gibt nur eine Lila 5. Gibt es überhaupt eine Lila 5? Nein, ich habe gar keine Lila 5. Das wäre zum Beispiel schon ein ziemlich schlechter Move gewesen. Ich hätte die und daran seht ihr nämlich schon, bei dem Spiel liegen halt noch unterschiedliche Blöcke dabei. Jeder hat einen unterschiedlichen Block. Ja. Weil sonst wäre das irgendwie... Ja, sonst spielen wir ja alle gemein. Genau. So ein bisschen Witzel, also so macht es noch ein bisschen mehr Sinn. Ne? Auf jeden Fall. Und dann macht man eben ein Kreuz. Was will man erreichen? Man will als erster drei Drehbos schaffen. Und Drehbos sind entweder vollständige Reihen, können auch diagonal sein, oder vollständige Farben. Dann kann man das hier ankreuzen. Wenn man jetzt etwas nicht ankreuzen kann, und jetzt glaube ich auch, am Anfang haben wir ein bisschen gerätselt, warum hat man hier, in der Anleitung steht, man soll hier diesen Oberteil so als Sichtschirm haben. Es ist, macht schon Sinn, weil natürlich ich genau sehen kann, du hast keine lila 5, ja, also, ne, man soll quasi eigentlich nicht sehen, was der Gegner für Zahlen hat, weil man sonst eben viel zu sehr auf den Gegner guckt. Das darf eigentlich man nicht wissen. Wir spielen es jetzt trotzdem mal so offen. Du guckst einfach nicht rüber. Ich gucke einfach nicht rüber, genau. Wir gucken einfach nicht rüber. Alles Weil was ist, wenn man nicht ankreuzen kann? Dann kann man ein Kreuz machen hier oben. Das ist im Prinzip so Joker, die man dadurch aktivieren kann. Also man kriegt quasi einen kleinen Bonus, dass man Pech hatte sozusagen. Dann kann man die ankreuzen. Das bedeutet, sie sind aktiv und können dann ausgelöst werden. Und allerdings auch nur einmal. Was haben wir hier? Wir können einmal den Würfel so drehen. Das führt natürlich zu komplett anderen Zügen. Wir können ihn einmal diagonal verschieben, aber nicht drehen. Ja. Und wir können jeweils zweimal, wenn wir nicht dran sind, allerdings nur, ne, also wenn der andere gewürfelt hat, nicht gewürfelt, sondern gezogen hat, jeweils eins oder zwei die Zahl erhöhen oder erniedrigen. Außerdem können wir auch einfach hier so ein Blitzsymbol ankreuzen. Das bringt gar nichts eigentlich, aber ist der Tiebreaker. Wenn wir nämlich im gleichen Zug den dritten Drehbuch haben, dann gewinnt, wer hier am meisten Kreuze hat. Und es gibt dann noch so eine Geschichte, der zuerst einen ersten Drehbuch hat und einen zweiten Drehbuch, der kriegt hier auch nochmal ein extra Kreuz, also das ist auch so ein bisschen Tiebreaker. Es kann aber sein, dass man natürlich im gleichen Zug den ersten oder zweiten hat, dann kriegt niemand ein extra Kreuz. So, das waren die Regeln. Ja, und so ein Drehbuch, na, das sind immer fünf Felder, wie gesagt, in der Zusammensetzung, eine ganze Reihe Spalt oder Farben. Also ja, fünf müssen irgendwie hier stimmen. Und ja, wir fangen, willst du einfach an? Ach ja, genau, eine Sache habe ich noch vergessen. Auf dem Plan sind auch noch zwei kleine Sachen. Es gibt diese Randfelder, bei denen es einfach so, dass wenn wir hier drauf gehen, dann können wir uns die Zahl aussuchen, also der dran ist. Und wenn wir hier drauf ziehen, dann rutschen wir quasi weiter. Das ist im Prinzip schon alles. Auf der Rückseite gibt es da noch ein bisschen mehr. Da ist es so, dass tatsächlich hier in der Mitte, da kann man dann nur so hingebeamt werden. Das darf man eigentlich nicht wieder betreten. Aber wenn man hier auf diesen Rand kommt, dann kann man hier hingehen und darf sich dann die Farbe aussuchen. Außerdem gibt es so bestimmte Felder, die man
nur in die eine Richtung schieben und dann in die andere Richtung drehen kann. Ja, aber wir spielen jetzt erstmal die Standardvariante. Genau, das heißt, wir können auch wieder auf das Feld dann zurückkommen, wenn wir so ein bisschen im Kreis uns kippen. Und da können wir natürlich dann die Farbe aussuchen. Du darfst anfangen. Ich fange an. Okay, da hast du so eine, und da muss man jetzt ja so ein bisschen schon mal, also klar, wenn man den Würfel kennt, dann... Ja, man muss sich ein bisschen mit dem Würfel beschäftigen. Guck mal, ich kipp das mal hier auf die grüne 3. Mhm. Und die scheint die gute Hand da zu haben, aber ist okay. Meinst du, du hast dir vorher den Würfel schon angeguckt, schon alles durchgerechnet? Ja, alle, ich weiß schon, wer gewonnen hat. Ja, genau. Ich wäre jetzt einfach noch da und werde hier eine 2... Eine orange 2. Aha, okay. Damit man nicht zurück, direkt zurückkippen kann oder drehen kann, macht man, oh, jetzt könnte man hier ich habe dich jetzt quasi da, man sozusagen, habe ich dir eine beliebige Zahl, und die gilt ja auch, also da könnte ich dir jetzt einen Joker geben. Weißt du was, ich mach mal eine 4 draus, also eine lila 4. Mhm. So, ja, jetzt muss ich wirklich mal kurz diesen... Okay, ja, nee, das ist sehr gut. Ich werde hier nach... Achso, dann gebe ich dir aber wieder ein... So, zack, das nehmen wir hier. Gebe ich dir wieder ein... Oh, das ist auch nicht so gut. Doch, ich mache das aber. Ich gehe nach da und mache eine blaue 3 draus. Eine blaue 3, okay. Mhm. Dann könnte... Aber man muss ja da wirklich vorausdenken. Das ist halt wirklich... Also wir spielen... Also ich weiß, ja, also ich denke jetzt nicht gerade voraus, aber... ich gebe mir hier mal damit eine rote 4. Das ist eine 6. Ja, aber ich darf die auf eine... Ach ja, stimmt. Ja. Ah, du sagst eine rote 4. Ah, das ist ja perfekt. Danke, vielen Dank für diese rote 4. Ja. Das finde ich gut. Ich mein, ihr seht schon, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, diesen Cube hinterher zu setzen. Aber jetzt wird es haarig. Jetzt wird es haarig, ja. Ich könnte jetzt... Ich kann ja jetzt nur... Also du könntest eine rote oder eine orange Zahl machen. Eine rote 4 nochmal oder eine orange 2. Stimmt, bei der roten 4 ist dann klar, dass wir bei dem Bonus uns generieren können. Ne? Also du, ich, es ist eigentlich immer nur der Aktive. Ja. Jetzt bin ich wirklich schon, also das ist ja wirklich, also man müsste jetzt wirklich vorausdenken. Das komm, ja, mach mal was Orangenes. Nee, warte mal, ich hab schon, genau. Ich will, ich mach rot. Also ich gehe nach da und dann schiebt sich das nach da und ist eine rote 4. Die können wir jetzt beide nicht ankreuzen. Die ich nicht ankreuzen kann und deswegen werde ich jetzt mir, ich hole mir den Diagonalschiebbonus, kann ich mal verraten. Ja, ich könnte es ja sehen. Ich jetzt verrate nichts. Du verreizt nichts, jetzt bist du dran. Ich kann jetzt... Also wahrscheinlich darf man ja... darf man hier... Da kann es ja eh nicht sein. Du kannst nicht da zurück. Ja. Eine grüne... Mein Gott, hat er sich mal einfach diese Würfel... Oh, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich mache mal hier die orange 6. Yes. Das war, ich wollte dich dahin drehen. Ja, aber du, wenn du sehen würdest hier... Weil ich habe jetzt meinen ersten Drehbo. Was, du hast ja... Und zwar ist es ein Diagonaldrehbo. Ja. Den kann ich jetzt hier hin. Und weil du hast jetzt keinen Drehbo, deshalb kriege ich hier so einen Tiebreak. Das ist ja super. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ja. Jetzt komme ich und jetzt könnte ich mir da auch sogar noch mal was aussuchen, aber in dem Fall nur die Zahl. Hier kriege ich mir nur die Rot Zahl. Und halt eine Zahl, Eine rote Zahl, ist mir das, ist das eine gute Sache? Wir sind so in dieser Ecke da so ein bisschen gefangen. Mm. Ja. Ich überleg, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich überhaupt als nächstes machen will. Ja, ich werde tatsächlich das hier machen und sagen, es ist eine rote 2. Okay, ja, gibt's. Ach, jetzt hätte ich echt mir gerne diesen Drehjoker eher gegeben. Naja, fuck. Kann man nicht ändern, ne? Das habe ich schon nicht. Das ist hier nur wieder. Ich kann wieder eine. Ja, wir drehen uns hier im Kreis. Du kannst ja hier nach da laufen. Ja, aber denn, das ist eine blaue 3, die hatten wir ja auch schon. Mhm. Aber vielleicht machen wir das nochmal. Tja, keine Ahnung. Ja, dann mach halt eine blaue 3 und jetzt nehme ich mir mal. Ich habe mir tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ich gebe es zu. Ich nehme jetzt mal den Joker hier. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ja.
Ah, die, ach, den kann ich ja nur nicht nehmen, wenn ich nicht dran bin. Oh. Ja, diese Plus-Minus-Zahl nur in der passiven Variante. Ne? Dann kannst du den Wert verändern. Ah ja, aber ich gehe jetzt einfach nach da und sage, es ist eine lila 3. Okay. Eine lila 3. Verstehe. Was hätten wir denn noch? Eine lila 4 hätten wir noch. Oder eine orangene 6. Die hatten wir ja aber auch schon. Eieieiei. Da werden hier... Will ich jetzt das schon mal drehen? Ich will noch nicht den Joker einsetzen. Na, dann mache ich jetzt hier eine lila 4. Mhm. Kann ich nicht. Nehme ich einen Joker. Lila 4, okay. Jetzt muss ich mir mal ganz scharf überlegen, was ich mache. Soll ich die Richtung gehen? Nee, das will ich nicht. Ah doch, ich gehe auf jeden Fall. Hast du gerade den Würfel gedreht? Nee, ich wollte nur gucken. Ja, die alten Drehbuch-Tricks. Ja, lalala. Ja, so. Aber das ist nicht das, was ich brauche. Das ist alles nicht, was ich brauche. Das ist alles nicht, was ich brauche. Dann muss ich jetzt einfach den Weg gehen und gehe hier in eine 6. Was, orangene 6? Ja, aber das haben wir. Das. Ja, ich weiß das. Ah, ich könnte jetzt, ich mache eine orangene 5 draus. Und benutze nämlich meinen Joker. Also. Ja, das kannst du tatsächlich machen. Ich mache eine orangene 5. Okay. Ja, du darfst nicht zurück. Und jetzt dürfte das eine grüne 2. Ach nee, da darf ich ja auch die gesamte Zahl nennen. Dann nehme ich eine grüne... Was nehme ich denn? Ich nehme eine grüne 4. Ah, eine grüne 4, das ist sehr gut. Dann werde ich nämlich meinen Plus-1-Joker nehmen. Da kann ich eine grüne 5 draus machen. Das ist mein zweiter Drehbuch. Oh, hör doch mal auf. Mein zweiter Diagonal-Drehbuch. Es läuft. Wenn du einen Drehbuch noch hast, es dann hast du läuft. Gewonnen. Es läuft. Jetzt ist nur die Frage, ja. Jetzt muss ich halt ganz klug überlegen, wie ich meinen nächsten Drehbuch am schnellsten hinkriege. Ja, das sieht alles ein bisschen... Also ich kann mir definitiv nicht die Zahlen merken. Ja, so der Clou fest. Ist ja, es ergibt 6. Ja, also ja, wenn ja, du ja. eine 2 siehst, musst du auf der anderen Seite... Ja, auf der anderen Seite, ja. Aber wo, was ist die, diese Seite zum Beispiel, ja, die von mir abgewandt ist? Das ist eine 4 und ah, ja, eine stimmt. 2. Ja, richtig, und ja. zusammen ergibt danke, es ja, 6. Danke, dass du ja. nochmal darauf hingewiesen hast. Ja, richtig, nein, richtig, sehr gut. Das sollte eigentlich in der Anleitung stehen. Um das Entschuldigung, 7, Entschuldigung, 7. 7, 7, 6 und 1. Ja, ja, das wäre also ein komischer Würfel. Also 7. Genau, 7. Oh aber das ist der ja, tja, aber trotzdem bringt mir diese Erkenntnis leider nicht wirklich dem Ziel näher. Ich kann diagonal, ich könnte ja den Würfel drehen. Tja, hast du, ja, du hast diesen Joker. Oder dein, dieses Diagonal, hast du den schon benutzt? Den habe ich noch nicht benutzt, aber den bringt mir gerade nichts. Aber ich könnte, nee, ich habe den Diagonal noch nicht benutzt. Aber ich könnte drehen, aber das bringt mir leider auch nichts. Du willst jetzt mit diesem Zug gewinnen, oder was? Nein, ich kann mit dem Zug nicht gewinnen. Das ist unmöglich. Aber ich werde auf jeden Fall, ich werde trotzdem meinen Joker nehmen. Also drehe ich so und mache dann eine grüne 6 draus. Mhm, okay. Eine grüne 6, verstehe. Ich würde gerne... Passt ja alles. Ich müsste den einmal. Einmal. Also man sieht auch, ne, das wird einem erst jetzt so langsam bewusst, dass natürlich die Farben hier auch nicht klar, also gleichmäßig verteilt sind. Das heißt, wenn du bestimmte Farben dann willst, musst du entweder in die Mitte gehen oder dich sozusagen, oder versuchen, den Würfel in eine bestimmte Richtung zu drängen. In einem Mehrpersonenspiel ist es natürlich noch schwieriger, weil vielleicht die Mitspieler dann was ganz anderes machen. Ich glaube, ich habe gerade einen ganz doofen Zug. Blau. Rote 5. Rote 5, Entschuldigung. Aber also ich reiß hier gar nichts. Aber ich bin so wollte so verzweifelt irgendwo hin und ich glaube. Ja, jetzt ich das Netz schließt sich. Du hast die rote 5 sogar zweimal, sehe ich gerade. Ja, auf jeden Fall.
Oh, da ist jetzt eine 4 auf der anderen Seite. Du kannst das ja gerade nicht drehen. Nicht so gut. Was? Du kannst ja nicht mehr drehen. Nee, ich könnte aber diagonal. Aber du könntest diagonal. Das wäre dann eine grüne 5. Das wäre eine grüne 5, aber die bringt mich nicht weiter. Oder nur ein Joker vielleicht passiv oder so. Aber eine 4. Mach mal die grüne 5, weil dann können wir noch ein bisschen. Dann können wir nee, das ist doch ganz klar, was ich mache. Ich gehe hier hin. Was? Und mach eine orangene 3 draus. Eine orangene 3. So klar wie Klospapier. Warum habe ich eigentlich hier noch keine Farbe so richtig voll? Kann mir das mal jemand sagen? Denn mir fehlen so viele Sachen. Oh, grün habe ich auch noch 2, sonst hätte ich hier zurückgehen können. Da ist ja die 6. Eine Dila 1 habe ich auch 2. Nein! Wie viele Felder brauchst du denn noch hier vom Seltum? Also ich brauche schon noch, also ich brauche theoretisch noch ein Feld, aber es ist schwierig zu kriegen für mich. Eine Lila 1. Ich reiß hier nichts. Eine Lila 1 ist für mich leider, macht für mich auch wieder keinen Sinn. Wahrscheinlich werde ich das so schaffen, dass wenn ich denn ein... Also wenn ich eine Zahl habe, kriege ich 2 Drehbus auf einmal. Jetzt könnte ich quer... das bringt ja auch nichts. Das wäre eine 5. Das ist auch nicht so verkehrt. Das mache ich doch. Dann geht das hier in eine orangene 5. Eine orangene 5. Die kann ich nicht nehmen. Dann muss ich mal hier so ein Chukili machen. Ja. Immer noch kein einziger Drehbuch. Nee, Lila ist auch wieder die Farbe. Das muss man erstmal schaffen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die hohe Kunst hier. Oh mein Gott. Es poppt mir. Ich dachte, dass ich endlich mal eine Farbe voll habe. Aber auch das kriege ich nicht hin. Das ist so schlimm. Hier kann ich eine 5 in der beliebigen, wenn ich da diagonal gehe. Es ist wirklich schlimm. Ich gehe einfach, mach mal hier meinen Diagonal-Joker. Und dann mache ich eine blaue 5. Machst Diagonal-Joker blaue 5. Ja, gut, das ist möglich. So, kann ich jetzt den Todesstreich setzen? Die kann ich nicht. Das ist doch einfach blöd. Ich muss es eingrenzen, um das irgendwie... Also eine spezifische Zahl genau zu treffen, ist wirklich super schwer. Ich werde jetzt hier eine... Eine lila 6. Eine lila 6 einfach nehmen. Jetzt langsam habe ich echt viele Möglichkeiten, hier den Todesstoß zu setzen. Mhm. Eine wird mir doch gelingen. Eine lila 6. Dann könnte ich... Ich könnte ja noch einen Joker haben. Mache ich das? Ach ja, ist eh gleich vorbei. Ich mache mal eine lila 5, mache ich mal draus. Mach ich das auch. So, und jetzt kann ich eine blaue 3 oder was? Eine orangene 4. Oder halt was drehen. Aber die 1 liegt ja unten, die ich jetzt bräuchte. Ach, das ist ja. Ja, die Zahl, die unten liegt, die ist nicht verfügbar. Aber mit plus 1, minus 1 kommen sie natürlich hin. Oh, und jetzt hätte ich jetzt den orangenen, diesen diagonalen noch, aber den habe ich ja leider nicht. Ja, dir fehlt auch bei allem irgendwie gefühlt 1. Ja, dann ich mach mal dieses Dreh-Joker und mach eine blaue 4. Mhm. Das sind hier also meine Joker. Den kann ich tatsächlich auch verwenden. Und jetzt hast du mich natürlich in die Position manövriert, in der ich nur noch gewinnen kann, weil hier kann ich mir die Zahl aussuchen. Aber das wusste ich ja 2. nicht. Und damit habe ich hier noch ein Parallel. Also ich hätte die blaue 1, dann hätte ich hier 2 Drehbücher. 2 auf einmal, ja, das kann natürlich sein. Ja, aber jetzt, ja, ihr seht, ich habe die 2 Diagonalen und einen oben. Und damit geht diese Partie Drehbu an mich. Ich habe ja auch verloren. Das ist ja verloren. Hallo, Testpartie quasi. Ich habe auch die du hast gleich alles, du hast gleich alles zerstört. Alles verdreht. Ja, ein erstaunlich taktisches Würfel-Bingo, ja, von wegen. Also, das ist eigentlich
eher wenig Glück, sondern man muss tatsächlich so ein bisschen... Hallo, klar, das ist total Glück. Wolltest du jetzt etwa sagen, dass ich einfach hier nicht nachgedacht habe? Ich finde, das ist tatsächlich, man muss ein bisschen drüber grübeln. Also ich habe jetzt aber auch, muss ich sagen, nicht so weit nach vorne gedacht. Aber einmal habe ich zumindest Aber für mich hat es gereicht. War klar, ich meinen Zug konnte ich keine vernünftige Zahl machen. Und da muss man halt überlegen, wie komme ich in die Position, dass ich vielleicht beim Draufholen oder beim Zug vom Gegner zum Zuge komme, indem man sagt, indem man die richtige Richtung einschlägt. Also hier war auch klar, ich brauchte unbedingt blau, also musste ich den Würfel irgendwie dahin, in diese Richtung, wo mehr blaue Felder sind. Und das natürlich dann auch dieses Feld, na, das macht diese Seite auf jeden Fall schon recht einfach, diese Felder, wo du dir die Zahl, die gibt es auf der anderen Seite gar nicht. Jetzt reite darauf noch rum hier. Auf der anderen Seite musst du dir schon richtig Sorgen machen. Da hätte ich bestimmt gewonnen, das war einfach zu einfach. Und hier ist noch sind diese Zahlen, diese Farben noch krasser verteilt, sodass du wirklich, also wenn dann deine Mitspieler sich gegen Lila verschwören, hast du es halt schwer. Oder musst du deine Strategie auch anpassen. Also das ist wirklich ganz nett. Ja, sehr schön. Also für alle Würfel- und Taktier-Bingo-Spieler. Ist das auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich muss nur den Deckel wieder aufkriegen. Ansonsten sagen wir danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Ciao. Macht's gut. Ciao.